Haus Füchten im Frühjahr 1997. Auf dem Gelände des im idyllischen Ruhrtal gelegenen Schlosses herrscht wieder einmal Hochbetrieb. Bereits zum 17. Mal entstehen an diesem Ort die Filmaufnahmen zur erfolgreichsten Actionfilmreihe aller Zeiten. Das Regiegenie Frankfurt Klopapa ist auch bei diesem Film mit ungebrochener Motivation und neuen Ideen am Set. Well, I hate this work and I know everybody else hates this work too. Ja, ich liebe meine Arbeit und ich weiß, dass alle mit dem größten Eifer bei der Sache sind. Dr. Doom ist wieder da! Dr. Doom, der Erzbösewicht, hat dieses Mal einen besonders hinterhältigen Plan gefasst. Um die Macht über ganz Ense zu erlangen, entwickelt er in seinem Labor ein Gerät, das die Erinnerung auslöschen kann. Um diese Erfindung zu testen, gehen die Schergen des Dr. Doom auf Menschenjagd und verschleppen einige Bürger in das abgelegene Versteck. Von Dr. Doom-Darsteller Friedbert Lichtensteiner wollten wir wissen, wie er es trotz der 17 Teile noch immer schafft, die Rolle des Bösen so überzeugend zu verkörpern. Es kommt so aus mir heraus. Ich spiele so mich selbst, ich lasse einfach fließen, was in mir ist und lebe dies einfach aus. Es ist ganz einfach ich, Dr. Doom, Friedbert Lichtensteiner. Das ist dasselbe. Und sich selbst zu spielen ist nicht so schwer, glauben Sie mir das. Während Dr. Doom sich in seinem Versteck in Sicherheit wiegt und die letzten Korrekturen an seiner Erfindung vornimmt, naht bereits der Retter. Der Ensefighter ist wieder da. Ganz im Alleingang sucht er sich einen Weg in das schwer bewachte Herrenhaus, um das schreckliche Schicksal von Ense abzuwenden. Doch die zahllosen Schergen des Dr. Doom stellen sich ihm in den Weg. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Wir fragen den Ensefighter, was nach seiner Meinung die Botschaft dieses Films an die Zuschauer ist. Ja, ich möchte Ihnen zeigen, dass Sie so leben sollen wie ich. Ich möchte, dass Sie lernen, wie ich zu kämpfen für das Gute. Für das Gute zu kämpfen ist Ensefighters erste Pflicht, die er bereits seit 17 Teilen gewissenhaft erfüllt. Doch auch privat ist er ein sehr vorbildlicher Mensch, der durch regelmäßiges Training seine enormen Fähigkeiten ausbildet. Ob er nun mit rasierklingenscharfen Schwertern kämpft oder 10 Minuten lang taucht, alle Stunts übernimmt er ohne weitere Hilfe selbst. Aber natürlich machen die wirklichen Filmtricks bisher ebenfalls immer einen großen Teil des Erfolgs aus. Ja, der schwierigste Effekt in diesem Teil von Ensefighter war die Verwandlungsszene, wo sich unser Held, der Ensefighter, in den Hund verwandelt. Denn diese Szene haben wir komplett im Rechner, in den teuersten Rechnern, die es zurzeit zu kaufen gibt, berechnen lassen. Und deswegen hat dieser Effekt auch über 50% des Budgets verschlungen. Der Ensefighter ist jetzt also in der Lage, sich mit Hilfe seiner Ninja-Magie in einen Hund zu verwandeln und sorgt so unter den Schergen für Angst und Schrecken. Um diese unglaublichen Tricks ungestört entwickeln zu können, hatte sich die Special Effects Crew für Monate nach Gran Canaria zurückgezogen und verdoppelte durch ihre gewissenhafte Arbeitsweise nebenbei auf diese Art die Ausgaben für den Film. Des Weiteren hat Dr. Doom die aus dem 8. Teil stammende Laserkanone wieder im Einsatz, um etwa wie hier ein Aufklärungsflugzeug der Gemeinde abzuschießen. Für diesen Effekt sprengte die Special Effects Crew sogar einen echten Jet. Jetzt, da die meisten Aufnahmen für Ensefighter im Kasten und die Sets bereits wieder verlassen sind, läuft die Arbeit in der Postproduktion auf Hochtouren. Auch ein Ensefighter-Computerspiel befindet sich derzeit noch in der Entwicklung, um passend zum Kinostart in den Medien zu erscheinen. Vorerst aber liegt wieder Stille über den Straßen von Ense, bis es endlich heißt: Ensefighter 17, der Befreier kehrt zurück. Wer diesen Film verpasst, ist selber schuld.